Wir sind Rieslingerzeuger aus Leidenschaft. Wir haben nur einen relativ kleinen Betrieb, 2 Hektar, das ist eine überschaubare Größe. Und haben richtig Spaß an wirklich fruchtig saftigen Rieslingen und sind schon bei Rindchen recht lange im Geschäft. So, wir gehören mit zu denen, sozusagen, die von Anfang an dabei waren. Und das ist eine sehr fruchtbare Beziehung und macht viel Spaß. Was bei uns vielleicht die Besonderheit ist, wir versuchen sehr spät zu lesen. Der Riesling hat ja von sich aus eigentlich eher eine höhere Säure. Und wir denken, das Säurespiel ist zwar wichtig beim Riesling, aber er darf nicht wirklich sauer schmecken, weil das dann doch eher abschreckend ist. Deswegen versuchen wir, die Lese sehr weit nach hinten rauszuziehen, machen dann eine langsame Gärung. Und ich denke, das sind einfach authentische Rieslinge, die schon so einen eigenen Stil haben, obwohl man jetzt gar nicht so genau sagen kann, was macht man jetzt anders wie der andere. Das ist einfach sowas, was aus einem herauskommt, und da ist dann halt doch von jedem Betrieb der Wein, obwohl er von den gleichen Lagen kommt, individuell.